ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Extra 3. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, aufgepasst. Achtung, Bankkunden. Der Chef der Bundesbank hat das Ende der Zitat Umsonstkultur eingeläutet. Viele Banken werden immer kreativer, wenn es darum geht, irgendwo irgendwas zu verdienen. Ich habe mich schon gewundert, dass meine Bank neuerdings so komische 500er-Scheine rausgibt. Es gibt auch immer mehr Gebühren, nicht nur für die Kontoführung, hat man sich daran gewöhnt, auch für das Zusenden der Kontoauszüge, Gebühr. Für die Benutzung des Kugelschreibers beim Ausfüllen des Freistellungsauftrags, Gebühr. Ja, klar, kein Thema, kenne ich. Jetzt habe ich heute aber gelesen, einige Volks- und Raiffeisenbanken erheben inzwischen sogar zeitgesteuerte Gebühren für das Abheben von Bargeld. Also während der Öffnungszeiten kostet es nichts, danach wird es teuer. Man muss dann also Geld zahlen, um an das Geld zu kommen, das man selber der Bank geliehen hat. Mache ich in Zukunft auch so. Ich leihe mir Geld von einem Freund und wenn er es wieder haben will, sage ich, ja, kein Problem, kostet 5 Euro. Man muss für alles zahlen, deswegen auch der neue Slogan. Wenn es ans Geld geht, Sparkasse. Ich sage Ihnen, in 10 Jahren wird es so aussehen, dann ist der einzige Weg, ohne Zusatzgebühren Bargeld von der Bank zu bekommen, ein Banküberfall. Und erstmal einfach keck drauf losgefragt. Wofür eigentlich Gebühr? Für welche Leistungen genau? Ich meine, ich habe mein Konto selbst online eingerichtet. Ich mache meine Überweisungen und Daueraufträge selber. Ich hole selbst Geld ab. Ich berate mich auch selbst in Sachen Geldanlage. Ja, oh, davon würde ich abraten. Ja, wahrscheinlich haben Sie recht. Mache ich. Ja, ich mache im Prinzip den Job eines Bankangestellten komplett mit. Letztens kam der Filialleiter zu mir und sagte, ich sollte doch am Abend bitte auch noch mal überall feucht durchwischen. Mache ich. Aber die Banken jammern rum, sagen, wir haben kein Geld, wegen der Nullzinspolitik haben wir ja nichts, wir brauchen diese Gebühren. Demnächst kommen dann wahrscheinlich auch Gebühren für die Gebühren, Gebührenbearbeitungsgebühren, wird alles kommen. Dann heißt es immer, ja, sonst können wir unser Filialnetz nicht mehr aufrechterhalten. Wollen Sie das? Sie wollen doch, dass das Filialnetz auch erhalten bleibt. Das hat was von Erpressung, finde ich. Geld her oder wir schließen. Für mich ist das Erpressung. Unser Reporter Tobias Schlegel sieht das aber anders. Der kann das verstehen. Der kann das ein Stück weit nachvollziehen. Tobias Schlegel hat sein Herz für die Banken entdeckt und wirbt für mehr Solidarität mit unseren notleidenden Kreditinstituten. Tobias Schlegel vom Verbund Deutscher Banken ist mit einer wichtigen Botschaft unterwegs. Hilfe, wir sind pleite. Seine Aktion? Rettet die Banken! Wir brauchen mehr Geld! 2 Euro, ja, die können Sie uns geben. Ja. Für die Banken. Nichts da. Den gebe ich gar nicht. Wir brauchen das. Nee, ihr habt Geld genug. Aber die können mich am Arsch lecken. Was können die? Mich am Arsch lecken, wenn die Geld von mir haben wollen. Erzähl mir nichts, dass ihr keine Gelder macht. Ihr habt genug Geld zur Verfügung. Ihr setzt auch genug Geld ein, um Aktiengeschäfte und sonst was alles zu machen. Das ist aus meiner Sicht absurd. Tja. Die Menschlichkeit einer Gesellschaft zeigt sich eben daran, wie sie mit ihren Schwächsten umgeht. Können Sie vielleicht was für die Banken spenden? Ich mach grad Mittag. Irgendwo muss das nötige Kleingeld für die Banken ja herkommen. Deshalb konfrontiert Schlegel die Kunden jetzt mit seinen neuesten Gebührenideen. Wenn Sie den neuen 50-Euro-Schein abheben wollen, dann kostet das 55 Euro, weil der ist ja neu. Der ist ja neu, ja. Wenn Sie den alten 50-Euro-Schein abholen wollen, dann 51 Euro nur. Der hat ja dann auch so ein paar Risse. Ja. Und wir finden, das ist fair. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob ich in dem Bankautomaten alten oder neuen bekomme. Ah, das können Sie entscheiden. Ach, das kann man entscheiden? Ja, hätten Sie dann lieber alte oder neuere? Nee, wenn, dann will ich ja neuen haben. Ja, der kostet dann aber 55 Euro. Ja, ne? Ich weiß nicht, bisschen. Bei den PIN-Nummern, da gibt es ja 4, ne? Dass nur noch eine einstellige PIN kostenfrei ist. Ja? Für jede weitere Ziffer müssen Sie zahlen. Nee, ist kein Witz. 10,90,
Pro Monat. Ja. Wie viele Ziffern hätten Sie da gerne? Also gar keine mehr, dann lege ich mein Geld wirklich zu Hause und das Kopfkissen. Würden Sie Werbung gucken am Bankautomaten? Werbung gucken am Bankautomaten? Ja, damit die Gebühren niedriger sind. Das ist auch eine Möglichkeit, dass die Gebühren nicht so hoch sind. Ja. Wenn Sie Werbung gucken, ja, und dann erst kommt das Geld raus. Sie gucken zwei, drei Werbespots und dann kommt das Geld raus. Nee, auf keinen Fall. Das finde ich auch ein bisschen dreist. Welche Werbung würde euch da interessieren? Frauenunterwäsche. Ein harter Kampf für eine bessere Geld. Welt. Aber Tobias Schlegel. Entschuldigung, aber hier sitzen kostet seit neuesten Bankgebühren, ne? Das wissen Sie. Wird niemals aufgeben. Danke, Tobias Schlegel und Jakob Leube. Das deutsche Bildungssystem, meine Damen und Herren, das deutsche Bildungssystem ist unglaublich kompliziert. Es gibt Eliteklassen, das sind die Gruppen, mit denen die sehr viel verstehen. Es gibt Förderklassen, das sind die Gruppen, mit denen die etwas weniger verstehen. Dann gibt es noch die Gruppe, mit denen die gar nichts verstehen. Die nennt man Kultusministerkonferenz. Es ist ja so, nachdem in fast ganz Deutschland an den Gymnasien das achtjährige Abitur eingeführt worden war, ne, unvorbereitet, völlig dilettantisch, überhastet, schwenken nun immer mehr Länder zurück zum G9. Und falls Sie das interessiert, zurzeit sieht der Weg zum Abitur in Deutschland so aus. Im Osten, klar, ist einfach überall G8. Es gibt ein paar Ausnahmen. In Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin und Brandenburg können Schüler an Fachgymnasien auch nach 9 Jahren Abitur machen. Im Saarland, in Bremen, in Hamburg, in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gilt G8, außer an Gesamtschulen und sogenannten Modellschulen, da gibt es auch G9. In Hessen können die Schulen frei wählen, G8 oder G9. In Schleswig-Holstein, ja, da oben in Schleswig-Holstein gibt es das sogenannte Y-Modell, da können an derselben Schule parallel einige Klassen nach 8, andere nach 9 Jahren Abitur machen. Niedersachsen, da gilt jetzt wieder G9, genau wie in Bayern, jetzt wieder G9, außer bei sehr guten Schülern, die dürfen sich auch nach 8 Jahren schon prüfen lassen. Und in Rheinland-Pfalz gilt an fast allen Gymnasien G9, wobei alle Prüfungen schon im März durch sind. Im Grunde ist es eher G8,5. Also ich wäre ja dafür gewesen, jetzt einfach mal 10 Jahre lang am Bildungssystem gar nichts zu machen. Ja, einfach mal die Finger davon zu lassen. Auch wenn vieles falsch läuft, einfach mal Finger weg vom Bildungssystem. Es darf ja jeder verschlimmbessern, jeder darf dran rumwursteln. Natürlich steht das G8 zu Recht in der Kritik. Viele Eltern sagen zum Beispiel, durch den Stress können Kinder nachmittags zu Hause nicht mal mehr Geige üben. Das ist aber auch der einzige Vorteil. Zum Beispiel bei mir nebenan der Tobias hat mir letztens noch gesagt, es geht nicht mehr so weiter. Ich habe keine Freizeit mehr, ich habe Burnout, ich kann nicht mehr, ich breche die Schule ab. Und ich habe nur gesagt, mach das nicht, überleg dir das. Wo willst du denn hin als Lehrer? Und es wurde ja immer gepriesen, das G8, ja, das schenkt den Schülern ein Jahr zusätzlich. Ein Jahr nach der Schule, in dem sie ihre Träume verwirklichen können. Mal verrückt sein können. Und klar, wer wünschte sich das nicht? Man ist 17, man hat Abi, man liegt nackt am Strand von Mykonos. Ja? Man macht ein Jahr lang hemmungslos Liebe und trinkt Gin Tonic. Herrlich, über einem nur die Sterne. Und neben einem sitzt die Mutter, weil man sich den Gin noch nicht selber kaufen darf. Schöner Mist! Wissen Sie, wer in der deutschen Geschichte auch mal die Zeit zum Abitur verkürzt hat, um ein Jahr? Adolf Hitler. Ja, hat er gemacht. Er wollte früh junge Leute haben, die er in den Krieg nach Polen schicken konnte. Gut, das würde heute nicht mehr gehen. Da haben sich die Zeiten geändert. Allein wegen der Ausstattung unserer Schulen. Ja, wenn du die Schüler fragst, würdest du als Soldat über die Grenze nach Polen gehen, dann würden die sagen, hä, wieso? Bei uns auf der Europakarte in der Schule hat Deutschland gar keine Grenze zu Polen. Das G8 wurde ja auf Druck der Wirtschaft eingeführt. Es ist immer der Druck der Wirtschaft. Irgendwelche intelligenten Gedanken spielen da keine Rolle. Es ist der Druck der Wirtschaft. Die wollen jüngere Absolventen, damit die Kinder schneller in den Beruf kommen. Am besten mit 5 in die Schule, mit 16 Abi, mit 21 fertig studiert. Und dann merken sie irgendwann, war vielleicht doch nicht so toll. Es kommt dann doch etwas schlecht an, wenn man da als Patient im OP liegt und der Chirurg ist noch im Stimmbruch. Was aber die Vorteile eines Turbo-Abis sind, das erklärt Ihnen jetzt unser Turbo-Experte Heinz Strunk. Fakt ist, mit der Einführung des Turbo-Abis hat sich für viele Kinder ein Traum erfüllt. Sie können bis zu 80 Wochenstunden endlich
ihre Leistungsgrenzen austesten. Während sich ihre verwaisten Eltern durch eine langweilige 38-Stunden-Woche quälen. Erfreulicherweise hat sich die Arbeitsbelastung eines Gymnasiasten um 87,5% erhöht. Die Schule wird zum Bootcamp, der Lehrer zum Drill-Instructor, der seine Zöglinge bis zur totalen physischen und psychischen Ertüchtigung für das Arbeitsleben trimmt. Lachen, Toben und Seilspringen war gestern. Die Globalisierung fordert nun mal Opfer. Unsere weltmarktkompatiblen Turbozöglinge müssen noch schneller fit gemacht werden für den Arbeitsmarkt. Kinder sind nun mal unser Kapital, unsere Humanressourcen, aus denen es das Optimum herauszuquetschen gilt. Für Kinder gibt es nämlich nichts Schlimmeres als Unterforderung. Ein unschlagbares Argument: Wer früher arbeitet, zahlt mehr Steuern. Denken Sie an den wirtschaftlichen Erfolg von Turbomastfabriken industrieller Fleischerzeugung. Das geht auch mit den Schülern. Die Hochdruckpaukerei hilft aber auch der heimischen Nachhilfeindustrie. Und damit sich Kinder einkommensschwache Eltern diesen Luxus leisten können, müssen sie halt in den Ferien arbeiten. Die Spargelsaison steht vor der Tür. Lecker. Aber noch besser schmeckt's, wenn sie wissen, dass die Stange vom Nachbarssohn gestochen wurde. Ausgewachsene Teenies schuften in den Sommerferien bei brütender Hitze im Straßenbau. Und unsere Billigjeans werden nicht mehr in Bangladesch genäht, sondern von der kleinen Jennifer aus der 5C. Nicht vergessen, nach Schule und Hausaufgaben gilt es, ein strammes Freizeitprogramm zu absolvieren. Nach der Ergotherapie zum Balletttraining, dann Altchinesisch. Und in den Abendstunden wahlweise Grundkurs 12-Ton-Musik oder Kletterwand. Aber natürlich die mit Stacheldraht. Für Taschenbillard bleibt da keine Zeit mehr. Richtig so. Den deutschen Gymnasiasten geht's einfach zu gut. Schulhöfe und Pausenräume haben als Fummel- und Raucherecken versagt und gehören wegrationalisiert. Merkel, wer zu langsam lernt, bei dem wird das Wissen einfach durchplattern, ohne hängen zu bleiben. Aber auch das G8 dauert noch zu lange. Ich sage, es führt auf Dauer kein Weg vorbei am G6. Wie das geht? Ganz einfach. Lernen, pauken, Bimsen, Pauken, Bimsen, Lernen, Pauken und abends mit Beleuchtung. Die Zauberworte heißen wieder Frontalunterricht, Sprachlabor, Rohrstock und durch die Luft fliegende Schlüsselbunde. Denn nur wer Angst hat, lernt richtig. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen recht schönen guten Abend. Und weiter geht's mit Abgehakt. Und jetzt stillgesessen für Uschis neue Webwehr. Mega hip. Man kann jetzt auch als Cybersoldat bei der Bundeswehr Karriere machen. Cybersoldaten und so einen coolen Sound haben die auch schon. Mit dem eben gehörten, für uns neu komponierten Cybermarsch haben wir auch akustisch ein erstes eindrucksvolles Markenzeichen. Ja, bei dem Gedudel kommt jedem Angriffshacker gleich die Pizza hoch. Super Strategie. Und so ein angesagter Job da, ne? Beim Kommando Cyber- und Informationsraum. Die Gehälter sind viel zu schlecht, die Arbeitsbedingungen sind viel zu unattraktiv, die ganzen behördlichen Strukturen sind viel zu unattraktiv. Was? Der ganze schöne Marsch am Arsch? Willkommen in Kiel, der Stadt mit Herz. Gut 600 Menschen sind hier obdachlos und ein Drittel davon kommt gar nicht aus Kiel. Der zuständige SPD-Dezernent will sie deshalb wieder abschieben. Zunächst mal geht es darum, Menschen, die nach Kiel kommen, genau kennenzulernen, zu wissen, warum wählen sie diesen Weg, ihre Obdachlosigkeit in Kiel ausleben zu wollen. Ja, echt. Wieso leben die hier einfach ihre coole Obdachlosigkeit aus? Was denken die sich nur? Es ist immer schlecht, alles zu verlassen und irgendwo anders hinzugehen und zu denken, dort wird alles besser. Genau, in Kiel ist alles schlechter. Der Sozialdezernent der Sozialdemokraten hat deshalb eine soziale Idee, wie man da hilft. Die Stadt will im Zweifel auch für Fahrkarten in den Heimatort sorgen. Ab in den Zug, so geht SPD-Wahlkampf in Schleswig-Holstein. Nicht wahr, Herr Albig? Was wir für Schleswig-Holstein erreichen wollen.
mehr Gerechtigkeit, mehr Solidarität, mehr Freiheit für alle. War sonst noch was? Ach ja, Wahlkampfauftakt der AfD in Nordrhein-Westfalen. Hören wir doch mal rein ins Wahlprogramm. Ah, interessant. Ich glaube, die wähle ich. Abgehakt von Boris Rosenkranz. So, Donald Trump nimmt Kurs auf Nordkorea. Ich glaube, es liegt daran, dass er für seine Militäroperation in Syrien so gelobt wurde. Von allen wurde er gelobt, von allen Seiten kam großes Lob für diesen Militäreinsatz. Und wir wissen, er hat da Gefallen dran gefunden. Lob und Anerkennung sind Trump wahnsinnig wichtig. Ich fürchte, er bombardiert jetzt so lange Länder, bis ihn alle so toll finden wie er sich selbst. Also mir schwant da wirklich Böses. Zwei Kriegsschiffe sind schon in Richtung Nordkorea unterwegs. Ich glaube, es sind die USS, guck mal, ich habe dicke Eier, und die USS, so lenkt man davon ab, dass man innenpolitisch nichts auf die Reihe kriegt. Und Syrien interessiert Trump schon überhaupt nicht mehr. Das ist schon wieder vorbei, ne? Jetzt ist Nordkorea angesagt. Syrien, ach, das ist ja last week. Aber es ist schon vorbei. Donald Trump hatte ja einen Flughafen bombardiert als Reaktion auf den Giftgasangriff. Allerdings nicht die Start- und Landebahn des Flughafens. Ist das nicht schön? Zumindest eine Sache halten alle in Syrien noch für schützenswert. Die Start- und Landebahn. Hat Trump extra drumherum gebombt. Es gelten keine Regeln mehr in diesem Land, aber die Würde von Start- und Landebahnen ist unantastbar. Natürlich war der Angriff völkerrechtswidrig, aber wer wollte in solchen Situationen päpstlicher sein als der Papst? Zumal Trumps Pressesprecher Spicer noch die denkbar stärkste Legitimierung überhaupt nachgeliefert hat. Someone as despicable as Hitler, who didn't even sink to using chemical weapons. Nicht mal Hitler hat Chemiewaffen eingesetzt. Inzwischen hat sich Spicer entschuldigt. Sorry, ich wusste es nicht besser. Ich hatte Geschichte bei Björn Höcke. In Syrien vertreten ja alle Kriegsparteien ihre ganz eigenen Interessen. Die USA kämpfen mit der Opposition gegen Assad und den IS. Russland kämpft mit Assad gegen den IS und die Opposition. Saudi-Arabien gegen Assad und gegen den Iran, der wiederum für Assad ist. Und die Türkei gegen Assad und gegen die Kurden. Ich glaube, das einzige Volk, dessen Ansprüche im Moment überhaupt keine Rolle spielen, ist das Syrische. Und ich denke immer, in solchen Situationen wäre es nicht gut, man hätte mal eine Organisation, in der die Staaten dieser Welt sich zusammensetzen würden. Mal an einen Tisch und konstruktiv über Konfliktlösungen diskutieren. Das wäre doch was, weil? Das gibt's schon. Ach so. Gibt es schon, die Vereinten Nationen, natürlich, ja. Natürlich, jetzt würde es nur auf jeder Tupper-Party werden mehr weltpolitische Entscheidungen getroffen, als bei diesem Will-nicht-kann-ich-Haufen. Immerhin, es gibt jetzt eine UN-WhatsApp-Gruppe. Ja? Schauen wir noch mal kurz rein. Hier, UN hat die Gruppe Brainstorming Syrienkrieg erstellt. Wir müssen alle Beteiligten an den Tisch holen. Russland hat Syrien hinzugefügt, Syrien hat Iran hinzugefügt, Türkei und Saudi-Arabien sind der Gruppe beigetreten. Aha, IS ist der Gruppe beigetreten. Wo ist eigentlich Europa? USA irgendwo bei Afrika oder neben China? Fragezeichen. UN hat Europäische Union hinzugefügt. IS hat die Gruppe umbenannt in Errichtung des heiligen islamischen Kalifats. Sterbt, Ungläubige. USA fresse, Russland fresse. USA hat die Gruppe umbenannt in Make Syria Great Again. Dein Scheiß, ernst? Wann treffen wir uns für die nächsten Friedensverhandlungen? Wer kann wann? USA, ich kann immer. Russland, ich kann nie. Türkei, Erdogan, Erdogan, Erdogan. Wo treffen wir uns überhaupt? Frage für einen Freund. UN in New York. IS, kommt man da mit dem LKW hin? Frage für einen Freund. Wir müssen wieder an den Verhandlungstisch. Bin dagegen. USA schreibt, es dauert jetzt ein bisschen. Ja, diplomatische Lösungen brauchen manchmal wirklich auch längere Überlegungen. Aha. Na gut. Ey, USA, dafür hast du kein Mandat. Wayne interessiert's. Scheiß USA, Türkei, scheiß Nazis, United Airlines, scheiß Passagiere, wie kommen die jetzt da rein? UN, scheiß drauf, UN hat die Gruppe verlassen. Na prima. Es ist so fürchterlich. Die Vereinten Nationen und der Sicherheitsrat. Ich könnte mich damit ewig beschäftigen. Zum Glück gibt es jetzt diese neue DVD-Kollektion.
Timescheiß präsentiert Moments of UN-Sicherheitsrat. Eine erlesene DVD-Kollektion voller unvergesslich erfolgloser Momente. Seien Sie noch einmal hautnah dabei, wie der UN-Sicherheitsrat ein ums andere Mal fast die Welt rettet. Der UN-Sicherheitsrat hat sich nicht auf eine neue Feuerpause verständigen können. Der UN-Sicherheitsrat in New York hat sich nicht auf Sanktionen gegen Simbabwe geeinigt. Das Veto der Sowjetunion und auch ein Nein der DDR. Mit ihrem Veto haben die Vereinigten Staaten heute Morgen im Weltsicherheitsrat eine Entscheidung verhindert. Rufen Sie jetzt an und sehen Sie sensationelles Material vom ersten Treffen des Sicherheitsrats. Zählen Sie mit, wie oft der Sicherheitsrat abstimmt, ohne dabei irgendetwas zu beschließen. Ein Spaß für die ganze Familie. Sichern Sie sich außerdem unsere spannende Bonus-DVD Veto mir, so ich dir, mit den schönsten Vetos Russlands und Chinas zur Syrien-Krise. Im UN-Sicherheitsrat haben Russland und China mit ihrem Veto eine Verurteilung Syriens erneut verhindert. Eine neue, schlagkräftige UN-Resolution haben Russland und China gestern verhindert. Doch noch blockieren die Länder China und Russland eine Lösung. Dagegen legte Russland sein Veto ein. Die ersten 1000 Anrufer erhalten zusätzlich eine DVD über sinnlose Säbelrasseln, die schönsten Reissäcke in China und die Biografie von Colin Powell, wie ich die Dullis vom Sicherheitsrat so richtig verarscht habe. Moments of UN-Sicherheitsrat, die wahrscheinlich langweiligste Kollektion der Welt. Ein Film von Tobias Düll. Laut einer neuen Studie stirbt jeder siebte Deutsche am Rauchen. Wir haben aber auch gute Laune-Themen heute. Weltweit übrigens nur jeder zehnte, der am Tabakkonsum stirbt. Das ist wieder mal der Beweis, Weltbürger sein ist gesünder, als nationalistischer Trottel zu sein. Ja, in Deutschland jeder siebte, weltweit jeder zehnte. Es gibt also Hoffnung auch für starke Raucher. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ja, ich rauche Kette, aber dafür reise ich viel, ne, kann man da einiges kompensieren. Jeder siebte klingt viel. Jetzt muss man aber auch sehen, ich glaube, jeder sechste Deutsche stirbt an Diabetes. Ich meine schon, jeder fünfte Deutsche hat ein Alkoholproblem oder will die Mauer zurück. Jeder vierte Deutsche stirbt an Krebs oder ist ausländerfeindlich. Jeder dritte Deutsche stirbt an Herzinfarkt oder Schlaganfall oder bügelt seine Unterwäsche. Jeder zweite Deutsche stirbt im Krankenhaus. Ich glaube, die Gefährlichkeit von Krankenhäusern wird immer noch unterschätzt. Ich finde, man müsste Krankenhäuser verbieten, bevor man wieder anfängt, da am Rauchen rumzuregulieren. Es wird ja alles reguliert. Alles, was Spaß macht, wird verboten. Habe ich wirklich inzwischen das Gefühl. Alles wird verboten. Rauchen, Fleisch essen, mit Tempo 100 durch die Spielstraße. Darf man nicht mehr. Darauf hat ja auch die Tabakwerbung reagiert. Die ruft jetzt immer mehr zum Widerstand auf. Haben Sie das mal gemerkt? Immer so Werbung wie, mach dein Ding. Oder du entscheidest. Oder Hauptsache echt. Sei du selbst. Hol raus, was in dir steckt. Huste alles ab. Immerhin darf man noch im Auto rauchen. Das sollte vor 10 Jahren ja auch mal verboten werden. Ein Extra-Classic von Matthias Thun. Ich rauche gern. Aus Leidenschaft. Schmeckt mir halt. Rauchen, das ist für mich purer Genuss. Ein Teil meiner Individualität und Freiheit. Rauchen im Auto gesetzlich verbieten? Typisch deutsch. Warum muss bei uns immer alles per Gesetz geregelt werden? Schließlich kann ich als aufgeklärte Raucherin selbst entscheiden, wo die Grenzen liegen. Ich rauche gern. Ja, Schatz? Sind wir mal da? Bald, Schatz. Durch Passivrauchen sterben in Deutschland jährlich schätzungsweise 3.300 Menschen. Wir haben Karwoche. Meine Damen und Herren, Ostern steht vor der Tür. Es ist Karwoche. Wieder mal wird diskutiert über ein Tanzverbot am Karfreitag. Das gilt ja immer noch, dieses Tanzverbot. Und natürlich fragen sich viele, ist das noch zeitgemäß? Ich wäre ja für ein Tanzverbot nicht nur am Karfreitag, sondern generell. Tanzverbot würde mir sehr entgegenkommen, weil ich jetzt auch nicht so gut tanzen kann. Also eigentlich gar nicht. Ich war schon in der Tanzschule so schlecht. Bei der Damenwahl wurde ich immer als allerletzter aufgefordert. Noch nach der Stehlampe. Es war entwürdigend. Ich weiß, wenn früher alle mit ihren Freundinnen zum Tanzen gingen, dann trugen die Mädels Sommerkleider und Pumps und meine Freundin hatte Knieschoner und Stahlkappenschuhe.
Klar, es sind jetzt eigene Befindlichkeiten. Das ist jetzt meine eigene subjektive Meinung. Wenn man es etwas objektiver betrachtet, dann ist es natürlich schon so. Mehr als ein Drittel der Deutschen ist konfessionslos. Viele gehören nicht christlichen Religionsgemeinschaften an. Von den Katholiken und Evangelien haben sich viele auch innerlich von der Kirche längst abgewandt. Ist es dann richtig, wenn alle nicht tanzen dürfen? Müsste man nicht alle Religionen gleich behandeln? Ich finde schon. Und deshalb schlage ich vor, keine Extrawürste für keine einzige Religion. Wir machen so, wir schaffen auch nichts ab. Kein Feiertag. Wir feiern konsequent die Feiertage aller Religionen. Alle Religionen, die es in Deutschland gibt. Das wäre mein Vorschlag. Alle. Und ich glaube, wenn man die alle zusammenzählen würde, wir würden wahrscheinlich ein komplettes Jahr ohne Arbeit auskommen. Ja? Wären Sie auch dafür, oder? Das ist mir klar gewesen. Das wusste ich doch. Natürlich. Sind alle dafür. Das ist Deutschland. Für einen Brückentag mehr würden wir uns auch beschneiden lassen. Mehr Irrsinn aus deutschen Landen von Jens Backhorn. Im Nordosten von Hessen liegt das idyllische Städtchen Heringen. Aber etwas stört diese Idylle. Und zwar die vielen Lkw, die vor allem dieses Müllkraftwerk anfahren. Aber in Heringen hat man mitgedacht und eine Umgehung eingerichtet. Die Straße wurde ursprünglich gebaut, um den Lieferverkehr für das angrenzende Müllheizkraftwerk zu gewährleisten. Und das Beste, der Betreiber hat dafür ordentlich Geld locker gemacht. Deswegen heißt die Straße auch Kraftwerkstraße. Auf der seit 3 Jahren allerdings noch kein einziger Lkw gefahren ist. Sie ist zwar fertiggestellt, aber noch nicht freigegeben. Ah, ja. Und warum nicht? Die Straße ist doch in einwandfreiem Zustand. Es gibt sogar einen schönen neuen Bahnübergang mit tollen Lichtsignalen und schicken Schranken. Das Gleis zum Rangieren ist nicht lang genug. Der Zug würde den Bahnübergang für ungefähr 15 Minuten blockieren und entsprechend würde sich dann die Landesstraße dann auch rückstauen. Ach so, Rangierverkehr. Das heißt, jedes Mal, wenn die Güterzüge hin und her rollen, müssen die Bahnschranken geschlossen bleiben. Etwa 15 Minuten lang. Und das mehrmals am Tag? Da kann überhaupt gar kein Verkehr fließen. Damit die Lkw nicht mehr vor dem blockierten Bahnübergang warten müssen, soll dieses Rangiergleis verlängert werden. Das ist aber frühestens in 3 Jahren soweit. Na gut, so ein Planungsfehler kann ja schon mal passieren. Wenigstens hat das alles kein Steuergeld gekostet. Oder? Der Kraftwerksbetreiber hatte zugesichert, 2 Millionen Euro zu übernehmen. Und alles, was drüber hinausgeht, das ist dann eben städtisch mit ca. 1 Million jetzt. Oh, okay. In Heringen wird also neben Müll auch sehr viel Geld verbrannt. Kann es sein, dass die Briten jetzt doch so ein bisschen nervös werden in Sachen Brexit? Ich habe das Gefühl, sie werden ein bisschen nervös. Klar, raus wollen sie auf jeden Fall, das ist keine Frage. Der große Korken für den Eurotunnel ist schon fertig geschnitzt. Ja? Aber ein paar Privilegien wollen die Briten dann doch gerne behalten. Das hat man gerne. Erst sich trennen und dann ankommen mit der Nummer, können wir nicht doch Freunde bleiben? Kann ich nicht mal ab und zu bei dir im Garten liegen und kann ich nie an deinen Kühlschrank, wenn ich was brauche? Die Schotten wollen ja auch nach der Trennung offenbar nicht bei ihrer britischen Mutter bleiben. Die wollen dann doch lieber zu uns. Ich weiß nicht, wie man das dann regeln sollte, wenn es das Referendum gibt, wenn die Schotten wirklich in der EU bleiben wollen und vielleicht alle 2 Wochen am Wochenende zur EU rüberkommen. Keine Ahnung, die EU will ja auch in den Verhandlungen hart bleiben und notfalls den Zugang zum Binnenmarkt für die Briten ganz dicht machen. Und ihr wisst, was das heißt, Briten. Ihr müsstet dauerhaft auf Folgendes verzichten. Französische Käse, spanische Tapas, italienische Pizza, deutsche Würste, holländische Pommes, Champagner, Kaviar, Barolo, Grappa, Cannelloni. Und klar, wir müssten auch verzichten. Auf warmes Bier und After Eight. Das wird hart. Ich habe jetzt viel darüber nachgedacht und vielleicht ist ein Ende mit Schrecken dann doch das Beste. Also wenn man ganz ehrlich ist, die Beziehung war schon lange kaputt. Wahrscheinlich hat man von Anfang an nicht richtig zusammengepasst, die EU und die Briten. Es gab ganz wesentlichen Teilen, wesentlichen Dingen, wie soll man sagen, also in der Beziehung, es gab unterschiedliche Vorstellungen. Es gibt ja einfach beim Verkehr. Es ist ja auch wichtig und ich hatte das Gefühl, da war man noch nie auf einer Spur.
Das war Extra 3. Jetzt kommt das Medienmagazin Zapp. Bleiben Sie dran.